Diese Viruszeit ist eigentlich eine gute Zeit, weil ich der Virus daran erinnert. Ich habe, weißt du, ständig darüber gesprochen und dich an deine sterbliche Natur erinnert. Aber sieh dir die Effizienz dieses Virus an. Ich habe 38 Jahre gebraucht und ich habe vielleicht, weißt du, fast 1 Milliarde Menschen davon überzeugt, dass du sterblich bist. Aber auf einen Schlag, in 2 Monaten. Ich habe nicht die Effizienz des Virus. Aber das Virus hat diese Arbeit geleistet. Es hat uns daran erinnert, wie zerbrechlich und sterblich wir sind als ein Leben. Lasst uns das gut nutzen. Denn wenn du das nicht weißt, in der yogischen Kultur war der erste Schritt im spirituellen Prozess vor der Initiierung war immer, dass der Suchende oder der Sadaka eine gewisse Zeit auf dem Krematoriumgelände verbringen sollte. Du wirst Shiva selbst immer so auf dem Krematoriumgelände sitzen sehen. Denn die Idee ist, die grundlegende Realität, dass man sterblich ist, dir bewusst zu machen. Warum ist das so wichtig? Es ist das Allerwichtigste, weil du eine begrenzte Menge an Zeit hast. Das ist es, was Sterblichkeit bedeutet. Ansonsten denkst du in deinem lächerlichen Verstand weiter darüber nach, was werde ich morgen tun, was werde ich übermorgen tun, was werde ich am nächsten Tag tun, als ob du für immer hier sein wirst. Wenn du dich beim Krematoriumsgelände hinsetzt, wird ein Körper nach dem anderen, der so aussieht wie du, wir alle werden zu Asche verbrannt. Eine Erdbestattung wird das nicht tun, denn du wirst dir vorstellen, dass sie dort unten sind und etwas tun werden. Eine Einäscherung macht es sehr deutlich, lässt dich begreifen, dass du sterblich bist. In gewisser Weise muss also dieser erste Teil des Sadhanas, den die yogische Kultur von allen verlangte, ist jetzt leider in Form einer Pandemie wie dieser geschehen, damit die Menschen das erkennen. Es wird deutlich, dass viele Leute, die sich für unsterblich hielten, reich und arm. Arme sind sich im Allgemeinen bewusst darüber, es sind die Reichen, die sich immer für unsterblich halten. Denn in der Behaglichkeit der 4 Wände ist man nicht einmal am Leben. Man wird konserviert. Wenn man ständig innerhalb der 4 Wände lebt, bekommt man die falsche Vorstellung, dass man für immer konserviert wird. Eines Tages, für die meisten von euch eines Tages oder eines Nachts, sagen wir mal bei rauem Wetter. Ich weigere mich, das Wort schlechtes Wetter zu benutzen. Das kommt aus der englischen Kultur. Wir haben kein schlechtes Wetter. An manchen Tagen ist das Wetter heftig und fantastisch. Wie gestern Abend, als es in Strömen regnete. Verbringe eine solche Nacht im Wald. Ich habe schon viele verbracht. Eine Nacht, die du so verbringst. Es wird dir sehr deutlich vor Augen geführt, was für ein zerbrechlicher Wurm du bist. Würmer wissen, wie sie überleben können. Du wirst es nicht. Du wirst mit all deinem Verstand kämpfen, wie zurechtkommen. Keinerlei Ausrüstung. So bin ich in den Dschungel gegangen, ohne irgendwelche Ausrüstung. Nur meine HMT-Uhr. Die Industrie selbst ist jetzt, glaube ich, geschlossen. Das verdammte Ding hat sich innerhalb von 5 Minuten nach dem Regen beschlagen. Ich kann nicht einmal die Zeit sehen. Man kann die Sterne nicht lesen, man kann nicht fühlen, ob die Sonne aufgeht oder nicht aufgeht, weil es bedeckt ist und gießt. Dann verstehst du, dass man die Richtung nicht kennt, weil alles... Du bist fast blind, was die Richtung angeht. Also entweder drehst du dich ständig im Kreis, oder du setzt dich irgendwo hin und du siehst die Würmer, die Insekten und natürlich die Tiger und die Elefanten. Sie sind alle gut ausgerüstet, sie kommen alle zurecht. Du bist das einzige Lebewesen, das wirklich darum kämpft, seinen Platz dort zu finden. Es ist klar und deutlich zu erkennen, wie zerbrechlich du bist. Ein Fehler, du wirst keinen Sonnenaufgang erleben. Ein Fehler, du wirst keinen Sonnenaufgang sehen, so ist es. Wenn man also in der Behaglichkeit von 4 Wänden lebt,
haben die meisten Menschen dieses Gefühl, dass sie konserviert sind, denn in einer Kiste fühlt man sich immer so. Der Krematoriumsplatz und dann die Wälder waren also zwei Instrumente, die in der yogischen Kultur immer als Mittel benutzt wurden, dir dies deutlich zu machen. Denn wenn einer ein echter spirituell Suchender werden soll, ist das das Allerwichtigste, dass du weißt, dass du nur eine begrenzte Zeitspanne hast. Aber die Menschen sind listiger als das. Sie haben angefangen, über ein ewiges Leben anderswo zu sprechen. Nun, in Indien kam man auf die Idee, ich werde weitere 100 Leben wiederkommen. Nun, die Menschen versuchen, in ihrem Kopf Wege zu finden, wie sie mehr als dieses Leben sein können. Es gibt Wege, mehr als dieses Leben zu sein, aber nicht psychologisch. Du kannst dir nicht einfach etwas ausdenken, so wird es nicht funktionieren. Selbst wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, wenn jemand auf dich eine Waffe richtet, auf deinen Kopf, wirst du zittern. Du solltest ekstatisch sein, du kommst in den Himmel. Aber so etwas wird nicht passieren, denn das Leben weiß es. In deinem Kopf kannst du allen möglichen Unsinn erfinden, aber das Leben in dir weiß, wenn es die Hülle dieses Körpers verlässt, dann, was als nächstes kommt, bleibt Yoga, Yoga, Yoga.